Morgens um 9 im Hessischen Rundfunk. Für Moderatorin Petra Theissen beginnt der Tag in der Maske. Pudern, schminken, Haare glätten. Was hier so einfach aussieht, ist in Wirklichkeit harte Arbeit. Ich sitze jetzt hier schon seit 40 Minuten. Das ist aber so eine ganz reelle Zeit für eine Frau, weil die Haare sind doch ein bisschen aufwendig und es muss ja nun 3 Sendungen halten, also 8 bis 10 Stunden. Und vor der Kamera muss jedes Detail stimmen. Im Nachbarraum sind inzwischen die ersten Quizkandidaten eingetroffen. Gästebetreuerin Alex erklärt noch einmal ganz genau, worauf es gleich in der Sendung ankommt. So, ihr habt zuerst den ersten und den letzten Buchstaben vorgegeben. Ihr kriegt 4 Hinweise insgesamt. Kurz vor der Aufzeichnung geht Petra Theissen noch einmal die Fragen der Sendung durch. Über 3000 Quizfragen hat sich die Redaktion für diese Staffel ausgedacht. Da ist auch für die Moderatorin viel Neues dabei. Ich lerne wahnsinnig viel bei Wer weiß es. Klar, ich lese ja die Sendungen vorher durch und da sind schon Dinge, da komme ich in Staunen, gell, Stefan? Hätte ich auch nicht gewusst. Schuhe an. Dann endlich ist es soweit. Es geht ins Studio. Hier treffen die Kandidaten zum ersten Mal auf Petra Theissen. Hallo. Hallo. Johanna, hallo. Johanna? Schon mal alles geübt da vorne? Ja. Na dann kann ja nichts schief gehen. Letzte Vorbereitungen im Studio. Gleich beginnt die Aufzeichnung. Warum die Sendung beim Publikum so beliebt ist, ist für die Moderatorin ganz klar. Ich denke mal, es wird Allgemeinwissen abgefragt und ich denke, man sitzt vorm Fernseher und sagt sich, hey, das müsste ich eigentlich wissen. Oder man ist ganz stolz darauf, dass man es weiß. Und so sieht es dann später im Fernsehen aus. Vom großen Aufwand hinter den Kulissen ist nichts mehr zu sehen. Es ist wieder höchste Zeit zum Quizzen. Sind Sie zu Hause bereit? Meine Kandidaten sind es. Wie immer habe ich 4 sympathische Schlauköpfe. Und los geht es mit einer historischen Person. Der erste und letzte Buchstabe sind vorgegeben. Es war ein römischer Statthalter, den ich hier suche. Und wer am Ende der Sieger sein wird, sehen Sie immer sonntags im HR-Fernsehen.